Hallo zusammen, hier ist wieder heute und hat mich wieder für euch in der Warwolfin unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht's um ein Achievement aus einem Feiertagsevent und zwar finden wir das unter Weltereignisse, dann Schlotternächte und hier haben wir das Achievement Süßes oder Saures in Khazad-Dûm und dafür müssen wir Folgendes machen: Besucht die Eimer mit Süßigkeiten in den Zonen von Khazad-Dûm. Das sind insgesamt 18 Stück und die wollen wir einmal abklappern. Ich zeige euch die ganzen Positionen. Alternativ könnt ihr auch ein Add-on nehmen, das euch das auf der Map anzeigt. Ich habe hier zum Beispiel Candy Buckets, da zeigt es das schön an. Ich nehme das jetzt am ersten Tag auf, da ist das noch nicht aktiv hier, beziehungsweise nicht im Add-on eingetragen. Dementsprechend, wir suchen die jetzt einfach zusammen und dann zeige ich euch die ganzen Spots. Als kleine Randinformation, falls ihr das auch abfliegt, ich würde euch empfehlen, einen Char zu wählen, der noch EP kriegen kann. Ich habe hier auch meine Low-Level-Chars genommen und in alten Gebieten schon ein bisschen was abgeflogen, habe schon 2 Level mitgemacht. Also das würde ich euch empfehlen. Die Währung, die man darüber kriegt, sind dann Süßes oder Saures. Und das könnt ihr benutzen, um euch auch wieder Belohnung zu holen. Es gibt auch wieder ein paar neue Transmog-Sachen. Also es lohnt sich auch, die Währung mitzunehmen. Gut, ich würde sagen, dann starten wir durch. Das erste, was wir hier haben, ist direkt in Dornogal. Und zwar hier im Gasthaus auf den Koordinaten 44, 46. Und dort befinden wir uns gerade, da können wir das erste aufmachen und dann auch direkt unsere Süßigkeiten rausholen. Und dann, seht ihr, haben wir das auch schon mal abgehakt. Der nächste Eimer ist dann hier unten in Freyholz, etwa auf den Koordinaten 41, 73 sind wir jetzt. Und dort müssen wir in das Gasthaus rein, also ihr seht, hier ist dieser Mittelplatz und dann haben wir hier das Gasthaus und da ist er quasi hier in dem unteren Raum drin. Und zwar hier oben. Der hat, glaube ich, sogar auch ein bisschen anderes Aussehen als die anderen, oder? Wenn ich mich nicht ganz täusche. Gut, nehmen wir den mit. Und dann haben wir den auch einmal im Achievement abgehakt. Als nächstes sind wir im Bummelgau. Und da sind wir auf den Koordinaten 58, 27. Ebenfalls wieder auf der Insel von Dorn. Und ja, hier sind wir quasi vom Gasthaus. Und da müssen wir auch wieder ein bisschen weit unten rein. Und da müssten wir dann... Ah, da hinten haben wir den. Ah, okay, da können wir anscheinend nicht drüber. Da hinten haben wir den Kürbis. Mit den Süßigkeiten. So, den tüten wir auch ein. Und dann haben wir alle 3 aus der Insel von Dorn. Dann sind wir jetzt in der schallenden Tiefe unterwegs. Und zwar sind wir hier unten an der Chancenspitze auf den Koordinaten 63, 79. Und dort haben wir jetzt das erste Gasthaus, oder naja, wenn man das ein Gasthaus nennen mag. Zumindest ist da einmal der Eimer mit den Süßigkeiten. Und ihr seht, da bin ich jetzt ein Level aufgestiegen, also es geht doch relativ zügig auch mit der EP hier. Als nächstes sind wir am Camp Murroch und das befindet sich jetzt hier auf den Koordinaten 58, 64. Und auch hier haben wir wieder im Gasthaus unseren Kürbis. Und wo ist er? Ah, da unten haben wir ihn. Auch wieder an. Übrigens, ihr könnt das Ding nicht abgeben, wenn ihr das Teil noch von einem anderen Kürbis im Inventar habt. Also ihr müsst immer gucken, dass ihr auch ja die Dinger aufmacht, bevor ihr den nächsten anklickt, ne? Sonst passiert es euch wie mir, dass ihr immer wieder zurückfliegen müsst, weil ihr dann den Kürbis nicht mitgenommen habt. Als nächstes sind wir an der Schattenaderspitze. Die befindet sich auf den Koordinaten 61, 46. Und dort ist das Gasthaus in so einem Turm drin. Genau, da haben wir das Ding. Mal mitnehmen. Und zu guter Letzt sind wir dann noch in Gundagatz. Das ist hier oben die Hauptstadt in der Zone auf den Koordinaten 47, 32. Und dort haben wir den Eingang hier auf der Map auch schon markiert. Da müssen wir dann einfach rein und der Kürbis ist hier gleich am Eingang dran. Jetzt schauen wir mal rein. Wir müssten jetzt eigentlich alle fertig haben hier in der Zone. Genau, die schallenden Tiefen waren 4 Stück. Die sind jetzt auch einmal erledigt. Die nächste Zone ist dann einmal Heilsturz. Und dort sind wir an Dünels Güte. Und zwar ist das jetzt hier auf den Koordinaten 68, 45. Und dort haben wir dann direkt das Gasthaus. Ich stehe jetzt schon einmal hier davor. Und hier haben wir den Eimer auch wieder relativ am Anfang. Als nächstes sind wir quasi hier oben im nächsten Dorf. Lorels Kreuzzug heißt das. Oder nee, Lorels Kreuzung, so rum. Und das ist auf den Koordinaten 48, 40.
Und hier haben wir auch wieder ein Gasthaus und da steht der Eimer auch relativ am Anfang. Nun sind wir weiter nach Merrill da geflogen und da sind wir jetzt auf den Koordinaten 42, 55 und hier ist quasi Copy-Paste dasselbe Gasthaus und auch da können wir die Süßigkeiten einmal einheimsen. Und der letzte Spot hier im Hallsturz ist dann einmal auf den Koordinaten 40, 48 und das ist die Lichtschanze und da haben wir das Ding einfach hier in so einem Zelt drin. Nochmal auf. Dann müssten wir jetzt auch die 4 in Hallsturz haben. Genau, dann haben wir jetzt nur noch die Stadt der Fäden und Ashkahed offen. Dann sind wir als nächstes in Ashkahed unterwegs und zwar hier auf den Koordinaten 58, 18 und hier haben wir Ferins Vorstoß. Und da haben wir den Kürbis auch wieder in so einem kleinen Zelt drin. Ich zeig's euch mal quasi. Ja gut, sonderlich groß ist das Lager nicht, ne? Dann sind wir jetzt in dem Hauptlager, das Nest der Weberin, und hier sind wir auf den Koordinaten 56, 40. Und dort haben wir den Eimer hier in dem, ja, Gebäude drin. Und da ist er direkt hier in der Mitte. Ich zeig's nochmal auf der Map. Das ist quasi das Gebäude, wo hier so ein kleiner Eingang in den Fels im Endeffekt ist. Als nächstes sind wir im Lager hier unten auf den Koordinaten 44, 66 und zwar ist das Lager oder Wildlager Ul-Ar und da haben wir den Kürbis einfach hier im Freien neben dem Postkasten stehen. Den nehmen wir auch mal mit. So, dann bin ich als nächstes weitergeswitcht in die Stadt der Fäden und zwar sind wir jetzt in den Stadt der Fäden, also müsst ihr unten draufklicken, ne, auf den Koordinaten 52, 22 und dort haben wir das erste Gasthaus und da können wir einmal reingehen und hier hinten haben wir auch den Kübel, das müsste jetzt der Bazar sein, schätze ich mal, oder? Ja, das ist der Bazar, wunderbar. So, dann sind wir am nächsten Spot und zwar sind wir jetzt hier in dem unteren Bereich bei den Koordinaten 54, 42 und dann müssen wir hier in das Gasthaus rein, ne? Also ihr müsst da in das Loch quasi runterfliegen und nur dann könnt ihr rein, wenn ihr von oben ran wollt, da geht nichts. So, jetzt machen wir das auf. Das müsste jetzt hier unterer Bereich sein. Genau, haben wir das auch weg. Und dann sind es auch nur noch zwei. Den nächsten Eimer haben wir gar nicht weit weg davon. Und zwar, wenn wir jetzt wieder oben sind, sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 62, 41. Und da haben wir das. Also wir waren gerade quasi hier unten drin und jetzt hier einmal oben. Und da steht er direkt hier vor so einem Gasthaus. Und ja, dann fehlt uns jetzt nur noch einer und der ist dann wieder in Ashkahed draußen. Da fliegen wir jetzt als nächstes noch hin. Gut, dann sind wir am letzten Spot. Und zwar befinden wir uns hier oben auf den Koordinaten 78, 62 in diesem Niffin-Lager. Und ja, da müssen wir in das Haupthaus reingehen. Und da haben wir dann den letzten Kübel stehen. Wenn wir den aufgemacht haben, ploppt auch schon das Achievement auf. Und wir haben dann einmal alle 18 Kübel abgeklappert. Übrigens, falls ihr die jetzt mitgenommen habt, es gibt ein paar neue Sachen, die ihr kaufen könnt. Die kosten, glaube ich, zusammen um die 400. Deswegen habe ich jetzt mit meinen beiden Chars insgesamt 200, also zusammen 400 zusammengefarmt. Und ich werde mir die jetzt nachher kaufen. Da werde ich auch nochmal ein Video zu machen zu dem neuen Set, das es da einmal zu holen gibt. Gut, für das Video soll es das aber gewesen sein. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gern im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.